Steht Tobias Krell, er ist auch bekannt als Checker Tobi. Was machst du eigentlich hier auf der Berlinale? Ich moderiere hier im Zoopalast alle Generationsveranstaltungen und für die Generation auch die Eröffnung und die Preisverleihung. Du siehst ja alle Filme schon vorher. Kannst du denn irgendwie sagen, so, welcher Film dir bis jetzt am meisten gefallen hat? Also ich habe natürlich so Favoriten und ich habe tatsächlich alle Langfilme gesehen und fast alle Kurzfilme. Fällt mir jetzt schwer, jetzt hier zu sagen, der wird's oder der nicht. Also so, wer Preise gewinnt, das will ich sowieso nicht einschätzen. Aber Rag Union zum Beispiel, der russische 14-Plus-Film, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Den sollte jeder gucken gehen. Und Jamais Contente im K-Plus-Programm fand ich auch super. Und die hatten auch beide richtig nette Filmteams. Das ist ja immer das Schöne bei der Berlinale, dass man die dann tatsächlich trifft, die Menschen. War beides sehr schön. Du bist im Fernsehen auch als Checker Tobi unterwegs. Was steckt von Checker Tobi in dir als Tobias Krell? Der Checker ist ja neugierig, ne? Und er will ja immer Dinge herausfinden und dann erklärt er das den Zuschauern. Und das bin ich, glaube ich, sowieso auch. Neugierig und irgendwie gehe halt mit offenen Augen durch die Welt. Das steckt da in dieser Figur Tobi von mir drin. Und das ist natürlich auch jetzt beim Festival wieder gut, weil es in den Filmen ja auch so viel zu entdecken und zu lernen gibt. Das ist ja fast ein bisschen Checkerarbeit. Ja, du checkst sozusagen gerade ein bisschen so auch die Berlinale aus, sozusagen. Kann man. Oh ja. Ja, ich würde tatsächlich gerne mal eine Sendung hier über ein Filmfestival machen, aber das fehlt noch. Und wir waren ja auch gerade in Anivis. Nun, kannst du vielleicht kurz was über den Film sagen, wie dir gefallen hat oder auch, ja? Das ist tatsächlich einer der allerersten Filme gewesen, die ich geguckt habe. Also der liegt jetzt bei mir schon wieder 2 Monate zurück, ist mir aber immer noch sehr präsent. Ist eigentlich ziemlich komplexe Geschichte über ein Mädchen, das gerne Parkour macht, aber gleichzeitig irgendwie mit einem Trauma zu kämpfen hat, das immer wieder in auch dann irgendwie traumhaften Sequenzen auftaucht. Finde ich eine ganz schöne Mischung. Ich finde, dass er toll gedreht ist und dafür, dass das echt alles Debütschauspieler sind, auch echt ordentlich gespielt. Und willst du zum Schluss nochmal die Berlinale in 3 Sätzen zusammenfassen? Boah, ey, du stellst so schwere Fragen. Die Berlinale sind die spannendsten, abwechslungsreichsten und gleichzeitig anstrengendsten 10 Tage des Jahres, wo man aber die lustigsten, entspanntesten und coolsten Leute überhaupt trifft aus der ganzen Welt. Allein Generation hat da 35 Länder dieses Jahr und ich freue mich auf nächstes Jahr. Dann fällt mir noch ein, was machst du direkt nach der Berlinale so als erstes? Ich würde gerne sagen, schlafen. Aber als allererstes gehe ich zurück nach München und muss wieder Checker machen. Na, dann wünsche ich dir viel Spaß wieder beim Checker sein und erstmal noch die nächsten Tage genießen. Wünsche ich dir auch. Viel Spaß. Danke.